Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch in Vayrest, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir haben immer noch dieselben beiden Quests hier offen. Aber wir wollten noch, ich glaube, unseren Gold hier. Ne, wir haben, okay. Ich dachte, wir hätten noch Gold auf Tasche. Ne, stimmt, wir kommen ja gerade von der Bank. Aber wir wollten dann nochmal schauen, was passiert, wenn wir jetzt bei der Diebesgilde noch ein bisschen aufsteigen. Denn dort kriegen wir erstmal noch gar keine Quests. Irgendwie. Also kommen wir mit der Hauptquest noch nicht weiter. Und sobald wir hier die Hauptquest irgendwie ein bisschen erledigt haben, sagen wir mal so, wollten wir dann mal weiter nach Sentinel reisen. Aber bevor wir nach Sentinel gehen, würde ich gerne tatsächlich hier auch mal die ganzen anderen Gebiete hier mal ein bisschen ansehen. Vor allem hier die Alika-Wüste. Die ist mir... Also die bin ich sehr, sehr gespannt. Hier ist sogar Bergama-Region. Okay, aber die Alika-Wüste würde ich wirklich gerne sehen. Bisschen mehr erkunden. Hier fehlt ein Stück. Hier fehlt ein Stück von dem Abschnitt. Genau da. Aber ich finde es auch krass, wie viel hier gibt es. Hier gibt es sogar ein Dungeon, okay. Nur den einen jetzt, oder wie? Egal, wir gehen hier mal wieder raus und machen noch mal ein paar Quests für die Diebesgilde. Aber die Alike-Wüste, die will ich gerne mal sehen. So, wo genau da hinten ist die schon? Und wir müssten auch mal schauen, dass wir vielleicht den Magiern auch mal beitreten. Bin gespannt, was wir da alles erlernen können. Aber jetzt erstmal hier ein paar Quests machen. So, Get Quest. Komm, die Drugs Delivery machen wir. Die feiere ich. Die sind irgendwie richtiger gemacht worden. Tonight's Wayfield. Okay. Great, here's the package. Some Questoville. Questoville? It needs to be in Night's Wayfield as soon as possible. Vanina Kingcroft will meet you there in the Master's Lee residence. Be careful. If word of this shipment leaks out, we may have a bit of trouble with some freelance smugglers who think they own the business in Wayrest. Alles klar, wir haben jetzt das Päckchen. Wir haben das Paket. Falsche Tür, da. So, okay, wie schreibt man das? Night's Wayfield. Dann suchen wir das mal. Night's Wayfield. Da hinten ist es, okay. So. 2 Tage wir das brauchen, okay. Wir werden aber noch nicht attackiert, gut. Dann müssen wir ihn hier jetzt mal fragen, General, das hier. Listen, I don't give direction. Okay. Dann nicht. Wie groß ist denn die Stadt? Das Dorf? So klein, okay. Vielleicht müssen wir die schöne Dame mal fragen hier. Aber ein Blunt. Well, try not to far to west, if you don't mind walking. Also eines von den Häusern ist das. Fragen wir mal die schöne Dame. It's really easy. You'll want to go southwest. With a bit of a walk. Okay, südwestlich. Also entweder das oder das. Wir riskieren mal hier reinzugehen. Nee, die ist es nicht. Okay. Hier vielleicht nach oben. Okay, hier oben ist auch niemand. Jo, Wandschrank.
Hier bestimmt, oder? Hier geht's ja auch noch weiter. I'm glad you made it through. These amateurs don't stand a chance against our organization. Here's 195 gold for your services. Good work. Nice. Okay, die letzte Quest, die fand ich irgendwie spannender gemacht. Dass wir dann irgendwie einen neuen Ort auffinden mussten oder so. Für das Päckchen. Ich hätte jetzt auch irgendwie erwartet, dass das jetzt so eine Intrige sein wird. Oder so. Dass wir hier auch nochmal wegen diesen Leuten die Ortschaft wechseln müssen. Aber okay, das war jetzt auf jeden Fall das richtige Haus. Wir haben hier auch noch einen Shop. Gehen wir mal dahin. Ich bin neugierig, was es hier zu kaufen gibt. General Store. Was hat der so im Angebot? Nee. Okay, gute Klamotten eher wenig. Gute Waffen auch. Auch hier ist noch einer. Nee. Können wir den was verkaufen? Ne, wir haben nichts im Inventar. Können wir nichts verkaufen. Okay, aber dann gehen wir mal wieder zurück zu nach Varest. So. Und was sagt die Uhr? 7.50 Uhr. Und okay, wir kommen hier aus der Eingang hier wieder rein. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen schneller. Vor allem ist nur noch am Gewittern. Hier gestern, wo ich hier bei der lieben Hilde im Stream war, hat es auch bei mir hier ordentlich gewittert. So. Ja, da sind wir schon. Okay. Ne, warte, lass mal nochmal die Läden abklappern. Zumindest da, wo es Waffen und so gibt. Denn es kann ja sein, dass die hier wieder ein bisschen mehr was aus Mithril haben. So wie der hier zum Beispiel. Okay. Erstmal 2 Stunden läutern. Und dann schauen wir mal. Nee. Lever Tower Shield, okay. Ein Turmschild aus Leder. Ja. Mag schon Longshot, aber okay. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter nach Westen. Oder wir können jetzt doch noch mal im Königshaus versuchen, eine Quest zu bekommen, zu erhalten. Ach komm, wir gehen es gleich noch einmal. Gehen da noch mal rein. Nachdem wir einkaufen waren, falls die wieder den guten Stuff haben. So. Müsste hier sein, ne? Das da. Ah, ne, das ist für Ingredients. Okay, dann ist der nächste Laden da vorne. Genau, da sind die Rüstungsläden. Erstmal schauen, ob die jetzt irgendwas anderes aus Mithril haben oder besser. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Nee. Schade. Aber der hoffentlich. Wenn der nichts hat, dann gehen wir direkt zu... Na, das Iron? Okay. Schade. Ja, dann gehen wir halt ins
Hier, Königshaus. Fragen da nochmal nach, ob die Quests haben. So. Aber echt schönen großen Park haben die hier auf jeden Fall. So. Ah, jetzt lädt's. So, da wären wir. Was ist mit ihr? Hat die wieder... Nee, die hat keine Quest. Hat er eine Quest? Ja, wir haben wieder eine Quest. If you are available for hire, I need someone reliable to carry out of a certain covered mission. It might be rather time consuming, but I assure you that you will be suitable compensated. Are you interested? Ja. Very good. I'm giving you an emerald for you to give my contact, Edwin Woodton of Whiteway. He will be waiting in the Cuphouse residence. The item needs to be there in 23 days. That's very important. Once you've made it that far, Edwin Woodton will have further instructions. I am counting on your discretion, Max, and you will be watched. Good luck and thank you. Okay. Wir machen wieder Botengänge. Geht schon wieder los. So. Dann schauen wir mal, wo genau. Address Bucking House of Castle Rarest. And Rarest has sent me to the Cuphouse Residence in Whiteway. Whiteway. So. Whiteway. Da oben. Okay. Ja. Ah, da haben wir schon. Daneben. The thief's guide has word that you are carrying a gemstone of considerable value. Hand it over and I'll let you off easy. No. Ah, das lasse ich mir nicht gefallen, ja. So, Waffe wieder weg. Wir fragen die hier mal. General, the Cuphouse Residence. Sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Das ist gut. Ist auch ein kleines Dorf. Komm, wir fragen mal die schöne Blonde. So. Hm, we'll try that way. So. Also das hier. Kann ja nur das sein. Nee, das looten wir mal nicht. Gibt's nur Ärger? Ist er das? Hello, my friend. Ja, okay, er ist nicht. Er kann das sein. Gut, the last carrier at Mr. Beckinghaus hired never found me and he had to hunt him down. Most unpleasant, here's the quest of Will. It goes to Elivira Yuming, this young lady in green and Penledge. You need to get there in less than 23 days. Good luck, Max. Penlech. Oder Penlech. Boah. Wo kommt der denn her? Wo ist denn der Ausgang? Es kommt hier jetzt noch jemand zum Attackieren? Nö. Okay, wie hieß das Ort? Penlech? To Penlech with a quest to Will. Okay, Penlech. Suchen wir dann mal. Find. Penlech oder Penlech oder so. Da hinten, okay. Wird wieder einen Tag brauchen. Wer ist denn hier zum Attackieren? Wäre das ein Stein oder Felsen oder sowas? Boah, ich hätte den fast erschlagen. So, das ist auch ein relativ kleiner Ort. So, Taverns? Nein. The Emperor's Market wahrscheinlich. Genau, okay, es ist aber auch der einzige Laden hier. Also das da wahrscheinlich hier.
Wahrscheinlich hier irgendwo. Komm. Oder ihm. Nein. Hier hinter. Ah, hier. Ah, good to see you, Max. And the Quest of Will 2. Excellent. And here's is a 692 gold reward for your effort. And I might add, for your discretion, your name will not be forgotten. Nice. Aber dem können wir jetzt auch was verkaufen hier, oder? Die Dinger zum Beispiel. Und was hat Mithril Katana? Da haben wir das, was ich haben will. Wir müssen das erstmal so machen, dass ich den hier. Oh nein. Wir werden da ein kleines Problem haben. Wir werden uns den hier jetzt nicht kaufen können. Verdammt. Ah, verdammt. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und ich kann ihm jetzt nicht noch mehr verkaufen, weil ich hier jetzt nichts habe, was ich ihm verkaufen kann. Verdammt. Und da war jetzt das Katana. Das Gute. Egal, wir gehen jetzt zurück nach Vairest. So, hier. Finde es auch interessant, wie hier außerhalb auch Leute noch rumgeistern. So, wir gehen jetzt aber zuerst nochmal in die Läden hier rein. Denn hier haben wir wenigstens noch eine Bank. Komm, ich will hier hoch. Okay, hat irgendwie doch funktioniert. Mit dem Klettern überm Busch. Aber ich will das Katana haben, weil Katana gehört ja zu den besten hier, die man haben kann. Und dann mal schauen, wie viel das dann jetzt kosten wird, beziehungsweise ich will hier hoch, komm, hier noch ein bisschen, so noch, komm, das schaffst du schon. Toll, da wir jetzt außen rum. Oder nochmal? Nee, funktioniert so nicht. Okay. Schade. So. Hier hatten wir einen Laden. Das hier. Aber das ist doch, genau, das ist so ein Kräuterladen. Ich nenne die, für mich sind das Kräuterläden. Und Gewürzläden und so weiter. Kriegt man dann sehr, sehr würzigen Heiltrank oder so. Hä? Ach, 7:29 erst, okay. Warten wir mal 2 Stunden. Dann haben die jetzt wieder auf. So, der hat aber nichts aus Mithril. Der auch nichts. Sind das die General Stores, die andauernd hier die Mithril-Dinge haben? Bei denen es wahrscheinlicher ist, dass die so gute Sachen haben, sag ich jetzt mal. Muss ich General Stores absuchen, abklappern? Da hinten? Wenn ich jetzt wirklich die ganzen General Stores abklappern muss, das wäre jetzt ein bisschen doof, finde ich. Ja, okay. So, wo haben wir noch einen? Egal, komm. Dann gehen wir eben hier unsere nächste Quest mal suchen.
So. Vielleicht hat auch Queen Barencia auch mal eine Quest für uns. So. Oh. Ah, Max, I am glad you're here. If you're available for hire, I'm looking for someone to purvey a special bracer to an acquaintance of mine. The reward I think you will find to be extremely liberal. The compensate for the danger of the mission, are you interested? Ja. Excellent, here's the bracer. Now, Murdestier Kinging needs to have it in Kirktail Minster in 36 days. That ought to be plenty of time, I hope. Modestier Kinging will be easy to find. Just look for a well-to-do merchant in the Wickfield Residence. By the way, you may encounter some orcs who do not want this shipment made. I trust you know how to deal with their kind. Good luck. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Und wo muss ich jetzt hin? Deliver to someone in Kirktail Minster. Ich gebe mal einfach Kirk ein. Mal gucken. Kirktail Minster, da haben wir es. Kirk Market. Kirk Market Minster, okay. Kirkborn Hall. Und ja. So, da wären wir. Sind Orks da? Keine Orks. So, dann hier. Why the hell? Ja, okay, dann nicht. Wie groß ist denn die Ortschaft? Oh, schon ein bisschen größer als vorher. So. Well, muss ich so mit denen reden? Schöne Dame, können Sie mir das vielleicht sagen? Simple, you find it way southeast of here. Southeast, die Richtung. So, dann vielleicht ist das da hinten. So, netter Herr. By the wolf, as if I know, ask someone else. Okay. Reim mich nicht gleich an. Krieg ja gleich Angst, ey. Und dann muss ich mein Schwert zücken. So. Da haben wir nochmal eine schöne Dame. So. That's easy, Max. It's that way, south. Also entweder das ist es oder das da. Wir gehen zuerst hier rein, aber machen vielleicht mal ein Safe Game, wenn Orks drin sind. So. Ist er das? Nein. Er ist es nicht. Ist auch das falsche Haus. Dann kann es das hier sein. Hier geht's weiter. So. Ist er das? Bist in Jimton, okay. Jo, hier haben wir es schon. Alter, wie viel? Gleich drei Orks? Komm, ich will jetzt ihn nicht kaputt machen. So, nehmen wir erstmal alles mit. Okay, wenn hier auf einmal so viele Orks sind, dann sind wir hier definitiv richtig. Jo. Da haben wir schon den nächsten. Komm. Ah, good to see you, Max. And the bracer to excellent. Here's a little trinket for your trouble. I hope you like red. Take care of yourself. Nice. Komm, wo sind die anderen Orks? Da. Wo ist er hin? Hier oben gibt es nichts. Okay, das war's dann wohl. Dann gehen wir mal wieder raus. So.
Können wir Waffe wieder einstecken und zurück nach Vayrest. Da. Was sagt die Uhr? 7.10 Uhr, natürlich. Da können wir jetzt eben nochmal die Quest hier abgeben. Und unseren Stuff hier wieder verkaufen. Oder wir verkaufen zuerst warte, die Quest haben wir ja schon erledigt. Ja, ist schon erledigt. Dann gehen wir unseren Stuff verkaufen. So, dahinter ist der erste Laden. Ah, perfekt, ein General Store. So, was können wir dem abgeben? Haben wir einen Wagen noch? Nö. Also, das sind nur die Heiltränke wahrscheinlich. So, was hat er denn Schönes? Nee. Irgendwie nichts. So, nächster Laden wäre im Süden, ne? Dann wollen wir da mal hin. Falls ihr so ein Klimpern nebenher irgendwie hier mal hört, das ist mein Löffel in der Kaffeetasse. Bewegt sich immer so schön hier. Ja, immer noch weiter nach Süden, oder? Oder bin ich vor? Ne, noch weiter nach Süden. Ich habe hier mir nebenher noch einen Kaffee stehen. Und bevor der wie beim letzten Mal wieder kalt wird, während ich am Zocken bin, trinke ich lieber ein bisschen öfters. So, jetzt dürfen wir wieder läutern. So. Da können wir auch mal schauen, was hat der hier im Angebot? Nichts. Und auch nichts. Das ist Dwarvenhelm, okay. Aber wir können dem jetzt mal den ganzen Stuff unterjubeln. So, 804. Nice. So, was haben wir noch im Inventar, was weg muss? Die beiden. Okay, dazu Ingredients. Also zum Kräuterladen. So. Und hier nochmal dran vorbei. Obwohl, den Equipment Store da hinten können wir auch einmal besuchen. Vielleicht hat der jetzt einen Katana. Da, da haben wir den. So, bitte hab einen Katana. Nein, aber ein Sash hat er. Hier auch nochmal ein Sash. Ne, nie kein Sash. Okay, aber dem können wir nichts andrehen, ne? Okay. So. Also ja, jetzt haben wir hier erstmal die beiden. Die beiden hier. Miete. Ich finde es schade, dass die hier nichts auf Lager haben, was ich haben will. Ja, Dwarven haben wir schon. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, muss ich vielleicht vom Level hier eher aufsteigen, höher werden? Und dass die hier auf höher werden? Oh, Speed ist 96. Die war doch mal 100. Was ist denn da passiert? So, okay. Hier dann nochmal rein. Dem nochmal verkaufen. Die beiden hier. So.
Ich glaube, wir müssten wirklich mal ein paar Quests eher in einem Dungeon oder so machen. Wieder mal. Dass wir dann ein paar Leute da, ein paar Monster töten. Dann wir mal ein bisschen wieder aufsteigen, auf Level 8 kommen oder so. Vor allem, das dauert ja immer länger nach jedem Levelaufstieg. Dann sind wir wieder hier. So, komm, wir fragen mal die Dame hier hinten. Okay. Die hat keine Quest. Ihn frage ich mal nicht. Die hat auch keine Quest für uns. Hat sie eine? Nee, aber sie mag mich schon mittlerweile. Ah, I have a talk that's very precious to me. It's been handed down from generation to generation in my family. Knowing this, a small pack of orcish bandits have stolen it and are holding it for ransom. I have no intention of rewarding them for this outrage. On the other hand, I will pay the full amount of the ransom, 615 gold pieces, to you if you would go to their holdout and steal the talk back. Will you? Ja. Good. No, I'm giving to understand that the Orcs hideout is on the old ruin Castle Asher. That's where I suppose they're keeping my talk as well. If you're not back in 13 days, I will presume you haven't found the talk and will give your reward money to the Orcs as a ransom. Don't fail me on this, Max. Good luck. Wieder Orcs schlechtern. Ja, geil. Da freue ich mich drauf. So. Und es hieß ja Castle Ashem oder so? Ashem, okay. So. Castle. Und da haben wir es. Ashem. Und dann gehen wir mal dahin. Ja. Ach nö. Okay, wir sind wieder zum Werwolf geworden. Ah ja, kann ich wieder zurück? Bleibe ich jetzt so? Ach nö. Okay, dann heißt das hier vielleicht einmal kurz so warten. Wir werden gleich bestimmt attackiert. Was sagt jetzt die Uhrzeit? So, dann nochmal. Sagen wir 24. Wo ist der nächste? Ah! Okay. Werwolf gegen Werwolfe. Nochmal 24. Und noch so einer. So, was sagt die Uhr? So, 24. So, immer diese. Ja. Und noch einmal. Jetzt mal schauen, ob wir jetzt so bleiben. Das nehmen wir alles mit. Equippen. Und da ist der andere. Und okay, anscheinend bleiben wir jetzt so. Dann würde ich hier Safe Game auf die 4 machen. Ihr kennt das Spiel. Und dann gehen wir da jetzt rein. Wenn wir den Eingang finden.
Das ist eine gute Frage, wo der Eingang ist. Hä? Hier hinten vielleicht, oder? Ja, das sieht nach einem Eingang aus. Ja, das sah nach einem Eingang aus, definitiv. Hä? Okay, wo geht's denn jetzt hier rein? Hier vielleicht? Jetzt kommt's, wir scheitern daran, dass wir den Eingang nicht finden. Immerhin hier eine schöne Brücke. Okay. Ist das der Eingang? Das ist der Eingang. Oh, neues Bild. So, hier. Save Game auf die 2. Dann suchen wir mal die Orks. Das hört sich nicht nach einem Ork an. Du bist kein Ork. So. Dann gehen wir mal hier rum. Endlich aber wieder mal ein Dungeon. Achso, der ist magisch verbarrikadiert. Ist aber auch jetzt neue Musik. Die Musik habe ich wirklich noch nicht gehört. Komm. Geh auf. Komm. Ich glaube, das hier ist eine Hauptquest, oder? Ist das eine Hauptquest? The Escort completed. Na, das ist jetzt. Hoppla. Notebook. Messages. Active Quests. Okay, kann ich jetzt nicht lesen, wie die Quest hier heißt. Ob die überhaupt einen Namen hat oder nicht. Da haben wir schon mal einen Ork. Ist das eine Hauptquest? Hier, Dwarvenhelm. Wie sieht der aus? Der ist noch new. Und der hier. Plus 13, der hier auch. Ich will mal wissen, wie der hier dann aussieht. Ach komm, mir egal. Ne, wir bleiben bei dem. Der sieht besser aus. So. Komm, wir gehen mal hier hin. Ich finde es jetzt aber wirklich interessant, wie die Musik jetzt hier anders ist als sonst. So. Auch nochmal geschlachtet. So, da haben wir auch das Item gefunden. You have found the talk. Nice. Hier, Save Game auf die 3. So, und wo stecken wir? Ah. Interessant, wo wir jetzt bisher rumgelaufen sind. Ach komm, da hinten war ja schon der Ausgang. Legen wir das einmal alles hier ab. Removen. Alles in den Wagen. Damit wir wieder Platz haben. Den lassen wir auf Tasche. So. Und dann hier lang. War doch das, was wir... Genau, das war der Weg, den wir gehen wollten. Hat sich echt gut gelohnt. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir als nächstes? Den Weg hatten wir noch gar nicht. So, komm, geh kaputt.
was fehlt jetzt noch? Da ging es nicht weiter, aber hier. Genau, der Weg nach unten. Den hatten wir noch nicht. Okay, führte nur im Kreis. Aber hier, hier waren wir noch nicht runtergegangen. Okay, hier ist auch niemand. So, komm. Auch nichts. Schade. Jetzt gibt es nur noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, weil das magisch war. Verbarrikadiert. Wo waren die? Da hinten. Da ist die eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Können wir, glaube ich, so oft gegenhauen, da wird nichts passieren, oder? Oder hier gibt es irgendwo etwas, womit ich das auch machen kann, in der Nähe. Irgendwie ein geheimen Schalter oder sowas. Ein besonderen Item. Gucken wir jetzt nochmal. Hä? Haben wir noch irgendwo was vergessen? Also ich sehe bisher jetzt nichts. Dann egal, dann, wenn wir da nicht rein können, dann gehen wir halt. Und zurück nach Vayrest. Ah, geil, wir sind Level 8. Nice. So, was können wir jetzt noch mal ein bisschen machen? Vielleicht Agility, würde ich sagen, noch mal ein bisschen erhöhen. So, das können wir einstecken. Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass wir jetzt sogar noch hier Level Up schaffen. Ach nee, Agility, ah nein. Ich hätte das oder das oder das machen sollen. Jetzt habe ich in Agility alles reingeballert. Toll. Egal. Vielleicht schaffen wir es noch, in diesem Let's Play alles auf 100% zu kriegen. Komm, ich will hier hoch. Bleibt wohl nur nichts anderes. Obwohl, hier ist ja irgendwo ein Laden. Hier hinter. So, und rein da. Dem können wir jetzt erstmal alles verkaufen. So, und weg damit. So, hat er hier jetzt irgendwas Gutes? Okay, dann gehen wir jetzt mal zum König. Ja, zum König, genau. So.
Und rein. Hier. Somehow I knew you'd find my talk, Max. I will happily give you the gold I was saving for the talk's ransom. I cannot thank you enough. Ah, okay, ich wollte schon sagen, was war jetzt gerade los. Aber dann würde ich sagen, die nächste Quest für die drei Hübschen hier, da kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!